Aha, herzlich willkommen zu Stormfall, Saga of Survival, mit mir, dem Philipp Drachenberg. So, und wir befinden uns hier noch kurz beim Ladescreen, aber der wird jetzt gleich verschwinden. Und heute stelle mir die Frage, Dankeschön, erstelle mir uns die Frage, wie erstelle ich denn einen Clan oder warum und wie können wir auf den Philipp Drachenberg Server kommen? Genau das werde ich euch jetzt beantworten, nachdem das Spiel uns endlich reinlässt und jetzt mal aufhört zu buggen. Ein Moment, ich mache uns gleich mal rein ins Spiel. So, und dann sind wir jetzt auch drin, sammeln mal kurz die tägliche Belohnung ein und gehen nochmal jetzt hier kurz ein Stück raus aus meinem Haus. Wobei, wir können da auch kurz ins Schlafzimmer gehen, weil, wenn ihr es noch nicht wusstet, mit dem könnt ihr alle Effekte, die ihr oben habt, und alle Minuspunkte regenerieren. Genau, zum Clan erstelle komme jetzt. Dazu müssen wir jetzt einmal hier drauf drücken. Dann seht ihr ja, wir können hier unterschiedliche Clans beitreten oder hier selber irgendeinen suchen. Genau, zack, von dem Club wird es jetzt wenige geben. Genau, so. Und wenn ihr dann den Club suchen wollt, gebt ihr hier einfach Philipp Drachenberg ein. Und dann werdet ihr vielleicht mit größter Wahrscheinlichkeit mein Club finden. Den werden wir jetzt aber hier erst einmal machen. Hier können wir dann die Clan-Missionen ansehen. Aber jetzt werden wir erst einmal unser Clan erstellen. Name: Philipp Drachen B. B steht dann für Drachenberg. Ja, doch, Philipp Drachen B. Punkt passt leider nicht mehr hin. Okay. Oder meint der Philipp Drachen? Punkt. Philipp Drachen. Philipp Drachen. Philipp Drachen. B. Okay, wir bleiben bei Philipp Drachen B. Clan Tag. Was nehmen wir da für Clan Tag? Hashtag P Philipp Drachen Berg. Zack. Clan Beschreibung. Abonniert Philipp Drachenberg. Und dann noch ein schöner Smiley. Genau, perfekt. So. Wobei, abonniert Philipp Drachenberg auf YouTube. So. So. Warte mal, wir machen hier raus. So, Zwinker-Smiley. Perfekt. So. So könnt ihr das dann hier machen. Das sind jetzt mal die einfache Sache. Und jetzt, seht ihr, brauchen wir 600 Edelsteine. Genau, wir haben hier 13k, das heißt 13.400 Edelsteine und wir bekommen täglich 50, wenn man die Aufgabe erfülle. Genau, wir machen den nicht privat, sondern öffentlich. Minimum Level mache ich euch jetzt mal auf Level 10. Und wenn ihr mir dann zu low seid, will ich euch leider rausschmeißen müssen. Nein, Spaß, will ich natürlich nicht machen, aber ein bisschen was müssen wir ja drin haben. Genau, dann beginnen wir jetzt mal mit dem Einfachsten. Wir haben das, 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 das. Dann haben wir hier nochmal das. So eins, zack. Jetzt musste ich gerade nochmal aufstoßen. Entschuldigung. Das, 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 das. Ist das nicht das Logo von Baden-Württemberg? Das, 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 das und das. So, jetzt kommt die große Frage, für welches entscheiden wir uns denn? Ich finde das irgendwie sehr cool, aber das wäre ein bisschen zu langweilig. Jetzt schauen wir uns mal kurz die Symbole an. Ich mache euch dazu mal eine kurze Neutrale. Wo ist der Neutrale? Ja, hier. Wir beginnen natürlich ganz oben.
Also, als allererstes haben wir hier so vierklettriges Kleeblatt. Dann haben wir hier einmal Lagerfeuer, so Sternekette, Stern, Ziegebock oder doch müsste Ziegebock sein oder Steinbock, weiß ich gerade nicht. Dann haben wir hier so Zeitding, hier so Buchteil, hier noch sowas mit einer Krone. Irgend so Feuerding sieht ein bisschen aus wie der Red Skull aus. Aus welchem Film war das nochmal? Captain America, The First Avenger. Ja, genau. Dann haben wir ja noch so zwei tote Köpfe. Dann haben wir ja dieses Schwert. Wie heißt das nochmal? Excalibur, genau. Hier Wolf. Die Sonne sieht ein bisschen aus wie bei Rapunzel. Genau, dann haben wir ja noch so Falter. Oder Motte könnte es vielleicht auch sein. Hier so Marienkäfer, ein Mistkäfer, Schmetterling, zwei Häusle. Hier so komisches verwebtes Zeichen, sieht so ein bisschen aus wie ein Diadem. Dann haben wir ja noch so Tempelzeichen mit so Metall in der Mitte. So eine Krone, so Schild. Ich glaube, ich nehme das Schild nachher, aber darum kümmern wir uns gleich. Dann haben wir ja noch so ein Teil. Hier noch so Rabe, sieht bestimmt auch ganz cool aus. Hier so eins. Genau, dann haben wir hier noch ein Triskel. Wobei, es ist gar nicht eine dreiteilige Spirale. Hier noch sowas. Das sieht ein bisschen aus wie ein Tornado. Hier so Gondor, Baum aus Herr der Ringe. So Eichhörnle. So eine richtig fette Faust, die so richtig fetter Punch ins Gesicht haut. Hier so gekreuztes Werkzeug. Bei einer Mine zwei gekreuzte Schwerter. Hier nochmal so Rabe-Diadem, sieht so ein bisschen aus. Es sieht aber eher aus wie Rabe. Hier Löwe. Stiergeweih. Doch, müsste doch es Stiergeweih gewesen sein. Ritterhelm. Zwei gekreuzte Äxte. Hufeisen. So Horn, wo man so machen kann zum Beispiel. Dann haben wir ja noch ein greifender Adler oder Greif. Hier so aufspringendes Blatt Papier. Blatt Papier, Blatt. Grünzeug halt. Hier Fisch. Hier Wildschwein oder bei uns sagt man Wildsau dazu. So, dann haben wir hier noch so Pfote. Hirsch, Kuh oder Hirsch. Hier Bär. Jaulender Wolf. Genau. Hier noch so komisches Zeichen. Brennende Kerze mit zwei Hörnern. Schwert, das in der Bode sticht. So Sternwebbelteil. So Kreuzteil. Nochmal so Kreuzteil. So Streitaxt, wobei so Speer mit so links und rechts Stinger dran. Hier noch so Teil und hier. Wenn ich jetzt hier gerade das Logo von hier sehe, schaut euch gerne der Kelch des Wolfwandlers an. So zweiteiliges Hörspiel von mir, das sich nie wieder weitergeschrieben hat. Bringt aber cooles Feeling rüber und deswegen würde ich euch das empfehlen. Hab ich in der Infokarte verlinkt oder in der Beschreibung. Genau, dann haben wir hier noch so kleiner Turm mit so einem Häusle dran. Nochmal hier so Stiergeweih oder so. Hier so Schwert mit Metall außenrum. Dann haben wir hier noch so eine Hütte mit Windrad. Ja genau, Windrad mit einer Windmühle. Mit einem Wasserrad. Anker. Springer Schachfigur. Eine Spinne. Vermutlich giftig. Eichel. Nochmal so Schwertdingings. Dann haben wir hier wie so Art 2. Doch, das sind so zwei Fische. Dann noch so Peace-Zeichen. Kelch. Wolfsteil. So Kriegsding. Sieht man manchmal auf Panzer drauf. Dann haben wir hier so Pokal mit so Flügel dran. Keine Ahnung, was das ist. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Mistkäfer. Hier zwei Salamander. Der Mond, so Schwertteil nochmal. Und am Schluss noch dieses komische gehörnte Viech. So, die große und schwierige Frage ist jetzt, was nehme ich mir davon? Da ich der Philipp Dracheberg bin und ich vorhin gemeint habe, das sähe cool aus, würde ich sagen, nehme mir das nicht, sondern das hier. So. Alles klar. Jetzt bleibt uns noch die Frage, was nehme ich hier? Das sieht doch gut aus. So,
Hier können wir von der Farbe alles Mögliche nehmen, was wir wolle. So. Da geht es noch ein bisschen höher ins Rot. Wartet noch mal, Leute. Genau, und das hier fände ich, glaube ich, weiß ganz gut, aber wir können ja mal kurz. Oh, das sieht aber ein bisschen zu böse aus. Ich finde, das können wir nicht machen. So, ich finde es so ganz gut. So, und jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Was passiert, wenn man jetzt hier drauf drückt? Genau, dann geht er zu einem Clan, Philipp Drachen B, der eigentlich Drache Berg heißen müsste, abonniert meinen Kanal und mir erstelle den jetzt und bitte kommt in meinen Clan. Genau, und vorher machen wir noch ein schönes Screenshot. Zack. Zip. Zack. Perfekt. Und jetzt Clan gründen. Okay. Dann müssen wir das noch höher machen. Dann machen wir das gerade auf 16. Zack. Und 3, 2, 1 und bitte. Philipp Drachen B, Mitglieder 1, Mindestlevel 16, Clan offen. So, Screenshot habe ich geöffnet, dann machen wir jetzt hier gerade nochmal eins. Mitglieder 1, Mindestlevel 16, abonniert meinen Kanal. So, und hier könnte man jetzt theoretisch noch das Ganze verändern. Hier können wir für 3000 noch Mitglieder hinzufügen. Jetzt können nur 30 dazu, aber ich denke mal, das reicht. Genau. So. Hier sind jetzt bald die Aufgaben, die wir machen können. Und hier ist der Chat, wo wir benutzen können. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Jetzt kommt ihr gerne hier rein und ihr könnt mich gerne weiterhin abonnieren, die Glocke aktivieren und hier dem Clan joinen. Genau. Dann kann ich jetzt bald auch das nächste Video aufnehmen. Nächstes Mal erfahrt ihr, wie man am besten sortiert und sortiert und sortiert. Genau. Ciao, lasst ein Like und ein Abo da, aktiviert die Glocke und zieht euch gerne die Videos hier noch rein. Ciao.